Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Bienen Challenge. Dies ist Teil 2. Es ist früh am Morgen, noch nicht mal 6 Uhr und Larissa ist schon ausgeschlafen, immerhin. Und jetzt braucht sie alles Mögliche. Sie muss aufs Klo, sie hat Hunger und waschen muss sie sich irgendwie auch. Ich würde sagen, ich schicke sie jetzt... Oh, und dann ist das Frühlingsgärtnernfest. Das ist sehr gut. So. Ich schicke sie jetzt mal hier auf die öffentliche Toilette. Da wird sie eine Weile beschäftigt sein. Und schätzungsweise wird so schnell niemand grillen. Aber hier kann sie Glockenblumen... Ah, das ist gut. Glockenblumen ernten. Oder erstmal wertschätzen, genau. Glockenblumen ernten. Das ist super gut. Da kann sie dann auch gleich welche anbauen. Mal gucken, ob es davon noch mehr gibt. Aber so schrecklich schlimm sind ihre Bedürfnisse jetzt ja noch nicht, dass wir die als allererstes erfüllen müssen. Und das sieht richtig üppig aus. Ja, da gibt es bestimmt noch mehr. Also Glockenblumen ernten darf sie ja, auf alle Fälle. Und sie darf sie nur nicht verkaufen, sondern sie muss sie in Sträuße verarbeiten oder sie muss sie anpflanzen, damit man später daraus Sträuße machen kann. Hier sind nochmal Löwenmäulchen. Sehr gut. Ja, und Glockenblumen sind ja am Anfang ganz wichtig, weil die ersten Blumensträuße, die man machen kann, sind alle mit Glockenblumen. Oder Gänseblümchen, aber ich denke mal, wenn man Glockenblumen hat, dann ist man schon gut bedient. Hier sind auch nochmal Glockenblumen. Super. Und das ganze Essen ist weg, das war ja klar. So. Hier sind Erdbeeren. Die könnte sie essen. So zum Frühstück. Und wenn dann später jemand grillt, dann hat sie noch eine richtige Mahlzeit. So, und da ist auch schon der erste von den Zwergen gekommen. Um den kümmern wir uns dann. So, jetzt gucken wir mal, wo sie sich rumtreibt. So. Da flitzt sie entlang. Nochmal Glockenblumen. Oh, 32 Glockenblumen schon. Sehr, sehr gut. Jetzt kannst du erstmal Erdbeeren frühstücken. Das ist doch ein nettes Frühstück. So. Löwenmäulchen nur 3, aber da kann sie auch noch nicht so schnell mit Gestecke machen. Die lassen wir sie einfach alle anpflanzen. Erdbeere essen. Jawohl. Und was macht der Hunger? Nur eine verträgst du noch. So, Erdbeere essen. Okay. Gut. Und dann habe ich mir gedacht, ganz drastisch, ich kaufe ihr jetzt als nächstes ein Waschbecken, weil sie hat ja noch 480 Simoleons. Und davon könnten wir ihr ein Waschbecken kaufen. Und ihr werdet es nicht für möglich halten, was ich ihr statt Kühlschrank kaufen will. Einen Bienenstock. Erkläre ich auch gleich, warum. Jetzt kriegt sie aber erstmal das billigste Waschbecken. Ja. Ich bin immer versucht, hier mehr so diese rustikalen zu nehmen, aber der Patrizier ist einfach am billigsten. Wir können, und der grüne sieht so grottig aus. Ach, wir nehmen den weißen und gut ist. Der kommt ja dann demnächst auch in ein Haus rein. Ja, und einen Bienenstock. So. Den stellen wir hier mal zu den Pflanzen. Also zu den künftigen Pflanzen. Ja, jetzt hat sie noch 95, davon kann sie zur Not was grillen.
und kann auch ein paar von den Blumensträußen bezahlen, aber sie hat ja auch Glockenblumen. Davon sollten wir aber ein paar anpflanzen. Ach, mit 32 Glockenblumen, da ist sie gut bedient. So. Ja, warum habe ich hier jetzt einen Bienenstock gekauft? Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich ganz praktisch mit den Bienen, weil da kann sie ja täglich 2 bis 4 Honige von einsammeln und den Honig kann man ja essen. So, reicht das? Ich denke mal, erstmal reicht das. Und zwar kann man den Honig sehr schnell essen. Sie muss dann zwar jeden Tag den Honig rausholen und sie muss sich auch mit den Bienen anfreunden und so. Aber wenn man den Honig erstmal hat, dann verdirbt der nicht und man muss da nicht stundenlang dran rumessen, sondern die machen Schlurp und es ist weggegessen und die sind satt. Das ist irgendwie die beste Nahrung, wenn man die Sims schnell satt kriegen will. Und ja, ich habe kürzlich einen Angler gespielt. Der hat sich auch, also da wollte ich rausfinden, wo man Orchideen angeln kann. Und dann habe ich einfach mal ein ganzes Angelleben durchgespielt, mal so eben. Und der hat immer Honig mitgenommen auf seine Touren. Und das ging so schön schnell und praktisch. Nicht stundenlang kochen und Ewigkeiten da sitzen und essen und nicht fertig werden, sondern Honig, Schlurp, fertig, satt. Und außerdem ist der Bienenstock gut, um die Bienen um die Pflanzen zu befruchten. Die werden dann schneller gesteigert in der Qualität. Und ich glaube, sie wachsen auch schneller. Hoffe ich zumindest. Und mit viel Glück tragen sie auch mehr Früchte. Das sind noch Gerüchte. Aber auf jeden Fall ist so ein Bienenstock ganz praktisch, dachte ich mir. So. Jetzt lassen wir sie mal fertig pflanzen und dann muss sie gießen. Und dann sollte sie sich natürlich mit den Bienen anfreunden, was aber auch nicht schlecht ist, denn sie kriegt ja bei ihrer Tour weder viel Spaß noch viel sozial und dafür ist das Anfreunden mit den Bienen ganz wunderbar. So, und dann muss sie danach gleich ganz viel Zähne putzen. So. Ja, gießt du die mal fleißig und dann machst du hier mit Bienen verbünden. Na, und bei ihrem Bestreben hat sie schon Meilenstein erreicht. Ich habe ihr natürlich das Gärtnerbestreben gegeben, weil es kein Bestreben für Blumenbinder gibt. So, jetzt verbündest du dich nochmal mit denen und hier seht ihr, wie hier der Spaß und das Sozial ansteigt. Okay, du kannst noch einen Vorsatz fassen und noch einmal mit den Bienen verbünden. Ja, das klappt doch prima. Und jetzt lassen wir dich hier ganz viel Zähne putzen und wenn du dann fit bist, oh, dann musst du den Zwerg natürlich noch... Ich lasse sie einmal Zähne putzen. Und dann muss sie den Zwerg beschwichtigen. Dafür haben wir das Fest ja überhaupt veranstaltet. Probiere ich's mit Kaffee? Naja, es ist, glaube ich, alles immer zufällig. Vielleicht haben wir Glück. Nein, wir haben Pech. Also gut, dann fleh mal um Verzeihung. Dreckig bist du sowieso schon. Bahira. Bahira. Oh, Zaffel. Ja. Molobai. Uiuiuiuiui. Ja, probier's es nochmal. Oh, nee, Mortis. Wir haben nicht mal einen Müll. Aber vielleicht ist da draußen irgendwo einer. Ja. Das ist schon wieder ein schwerer Fall. Wir gehen mal etwas weiter weg, damit es nicht ganz so laut scheppert. Schon wieder. Es ist überhaupt nicht leiser. Dann hoffen wir nur, dass es bald fertig ist. Wir brauchen Samen, wir brauchen Samen.
with Tuni. Oi. Oh, immer noch nicht. Die Arme. Oh, Grandfam Caro. Jetzt aber. Uff, haben wir aber Glück. Was heißt Glück nicht, aber jetzt darfst du dir noch ein paar Mal Zähne putzen und Hände waschen. So, und da hinten ist ein Mülleimer. Ja, das können wir da offensichtlich auch reinschmeißen. Sehr gut. Und während sie sich hier jetzt etwas säubert, ordne ich mal die Pflanzen ein bisschen an. Es ist ja alles total chaotisch. Hm, sie ist schon halbwegs gut befreundet mit den Bienen. Das ist gut. Den Honig kann man zwar auch essen, wenn er schlecht ist, ohne dass man davon eine schlechte Stimmung kriegt, aber es ist einfach schön, mit dem befreundet zu sein. So. Ah, der Spaß ist schon wieder unten. Ich hoffe, dass ihr das Blumenbinden Spaß macht. Das weiß ich leider nicht. Und wo bleiben die anderen Zwerge? Und wo bleiben die Samen? Tja. Na, vielleicht hat sie Pech und kriegt nur einen Zwerg. So, jetzt macht man ein schönes Arrangement. Und zwar, ja, was mit Glockenblume? Hier, da wo du nichts bezahlen musst. Da kannst du jetzt viele von machen, bis du einen höheren Level hast. Und wenn wir mehr Geld haben, kaufen wir ihr einen zweiten Werktisch, damit ich immer an einem befehlen kann und den anderen beackert sie dann gerade. So. Wie schon gesagt, das mache ich jetzt schneller. Sie wird wohl noch ein paar schlechte machen. Okay, gut. Ah, mal gucken. Das ist schon normal. Okay, da hat sie schon Gewinn gemacht. Gut, also, den nächsten Arrangement. Bleiben wir erstmal hier bei den Glockenblumen. Das ist dann auch einfacher zu finden. Oh, und jetzt... Ah, Levelaufstieg, wunderbar. Der Spaß geht runter. Hm. Da musst du viel mit den Bienen spielen. So. Ja, gib dir mal Mühe, meine Liebe. Oh, eine feierliche Musik. Normale Qualität, das ist schon ganz gut für sie. Jetzt gucken wir mal. Ah, noch mehr Zwerge, okay. Wir versuchen es nochmal mit Kaffee. Wenn das nicht klappt, probier es beim nächsten Mal mit was anderem. Oh, gut. Es hat geklappt. Also versuchen wir es wieder mit Kaffee. Ja. Wunderbar. Und hier kannst du auch schon mal Samen aufmachen. Frühlingspflanzen. Das ist sehr, sehr praktisch. So. Okay, Karotten. Na, die könnte sie wenigstens essen. So, und da gibt's wieder eine richtige Mahlzeit. Da kannst du dir ein Gericht nehmen. Und dann muss sie auch schon wieder auf das weit entfernte Klo rennen. Sul, ja. Komm mal, schön angerannt. Und dann kannst du dich vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Jawohl. Leider steigt davon der Spaß nicht an. Naja. Ein bisschen wird das Bienen, wie heißt das, Verbünden helfen. Ah, doch, der Spaß steigt an. Das ist gut. Aber sie muss jetzt dringend aufs Klo.
Der Weg ist weit. Da wird sie auch nur schleichen können. Aber das Geld reicht noch lange nicht für ein eigenes Klo. So. Und der Spaß ist schon wieder unten. Na, toll. Aber sie kann dann an den nächsten Tagen, immer wenn sie hier aufs Klo geht, bis sie ein eigenes Klo hat. Was macht sie da jetzt? Bestellt sie sich da was? Für ihr bisschen Geld. Ja. Ach, Larissa. Okay. Jetzt kommt auch der Vampir an. Naja, wenn es sie glücklich macht. Okay, das ist wohl ein Kaffee. Dann muss sie gleich wieder aufs Klo. Mädchen, Mädchen, was hast du dir gekauft? Dann lasse ich sie den schnell austrinken. Und wenn sich's lohnt, gleich nochmal aufs Klo gehen. Das lohnt sich fast nochmal. Also geh nochmal. Das muss die Nacht überreichen. Und dann schicke ich sie gleich nach Hause. Was ist hier? Erdbeerstrauch. Erdbeeren ernten. Fürs Frühstück. Und dann hier nach Hause gehen. So. Und dann gucke ich mal. Ja, Sommerpflanzen. Okay, ja, da ist jetzt schon einiges zusammengekommen. Das ist gut. Aha. Gut, jetzt mache ich wieder langsam. Dann, weil das kann sie noch schneller als ich das öffnen. Oh, da ist ordentlich was zusammengekommen. So, du kannst hier nochmal dich mit Bienen verbünden. Oh, und ich glaube, man kann, wenn man den Schwarm einsammelt, sich auch damit aufmuntern. Das gucken wir mal, ob ihr das was bringt. Für den Spaß, meine ich. Ui, sie hat hier sogar Begonien. Hm, Sommer und Herbst. Da lasse ich sie eine anpflanzen. Ja, jetzt soll sie mal sich selbst mit Bienen aufmuntern. Und ich guck mal, was das bringt. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Bringt das Spaß? Nee. Das bringt keinen Spaß, aber macht vielleicht energiegeladen. Na, dann verbünde dich noch ein paar Mal, denn das bringt Spaß. Ja, und wir gucken uns hier nochmal die Pflanzen an. Rosen. Oh, super, super. Da pflanzen wir gleich vier von. Rosen braucht man nämlich ständig zu den Pflanzen binden. Blumen binden, meine ich. Ja, und auch nehmen wir ruhig zwei Begonien zum Pflanzen. Die werden jetzt zwar nicht wachsen, aber dann sind die schon mal da und werden auch nicht verbraucht. Ja, das war's. Hier, Pflanzen. Und wenn sie dann ein Gewächshaus hat, stellen wir die ins Gewächshaus. Ja, das sind Sachen zum Frühstück essen oder später in den Kühlschrank zu packen. Wenn sie nicht immer Honig isst. Aber ich denke mal, immer wird sie nicht Honig essen. Es ist nur immer so ganz praktisch, das zu haben. Und ich schätze mal, wenn ich sie morgen Honig sammeln lasse, kriegt sie schon Honig zu essen. So, das kannst du dann auch nochmal öffnen. Und, naja, als nächstes musst du dann mal weiterentwickeln. Dafür können wir die Gemüsesachen auch nehmen zum Düngen, damit das Weiterentwickeln schneller geht.
Aber sie muss ihr Bestreben nicht fertig kriegen. Das läuft nur so nebenbei, so ein bisschen. So, jetzt gieß mal, meine Liebe. Oh, was hat sie hier? Gänseblümchen. Die pflanzen wir auch an. Die braucht man vor allem am Anfang viel. So. Pflanzen wir die alle vier. Schwere Entscheidung. Weil dann hat sie erstmal keine. Ich denke mal, zwei reichen. Weil die braucht man nur am Anfang viel und dann ist es gut, wenn sie morgen schon zwei hat, dann kann sie damit gleich einen Strauß binden. So. Und die kannst du jetzt auch nochmal gießen. Ja, macht keinen Spaß. Das ist schade, dass dir das Gärtnern keinen Spaß macht. Manche haben da Freude dran. Dann kannst du dich nochmal mit den Bienen verbünden. Leider bringt das nur ein bisschen Spaß. Oh, und es ist 3 Uhr Nacht. Die stelle ich nochmal ordentlich hin, die Pflanzen. Komm, so. So. Und die da. Das sind jetzt die Begonien, genau. Die dann erst im Sommer wachsen oder im Gewächshaus. Ja, da wird sie morgen lang schlafen wollen und braucht dann noch viel mehr Spaß. Ja, mit dem Spaß müssen wir uns was einfallen lassen. Jetzt mach mal deine Nickerchen, meine Liebe. Und ich verabschiede mich mal von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!